Willkommen, liebe Hundefreunde, zu einer neuen Episode vom Gassi-Vlog mit eurer Miyuki und ihrer Hündin Blue. Hier mit einem Möhrchen direkt am Start. Okay. Alles ist in dieser Folge nachkommentiert, weil ich einfach die Aufnahmen komplett durch den Tag verteilt aufgenommen habe. Die Blue hat so eine Eigenart, die liebt Möhrchen, aber sie frisst sie niemals richtig auf. Und irgendwann wird auch damit gespielt. Machen das eure Hunde auch, weil die Ara zum Beispiel, die schnabuliert auch super gerne Möhrchen, aber sie frisst alles restlos auf. Und generell frisst sie eh alles restlos auf, weil sie wie eine Wanne in der Mülltonne ist, aber naja, Blue, da kann man immer schön den Staubsauger nachher nehmen und alles wegmachen. Also so ein kleiner Krümler. Hier seid ihr gewarnt, hier wird nämlich direkt gebellt. Wir waren hier im Garten, hier habe ich sie über Latten springen lassen, die ich gerade nämlich für den Vorgarten hier bei uns über dem Balkon streichen wollte. Da gibt es auch ein Leckerchen. Die Blue ist ein Malinois deutscher Schäferhund-Mix, also belgischer Schäferhund. Und sie ist sehr triebig. Das heißt, sie bellt für alles Mögliche beim Start, beim Warten, beim Allen und Fiepen. Das volle Programm. Das ist hier der Tunnel. Den habe ich von meinen lieben Zuschauern bekommen. Von der Wishliste. Und ich möchte mich damit auch nochmal herzlich bedanken. Hier habe ich nochmal mit der Blue am Anfang mit Leckerchen, Reinwurf alles dann geübt, weil wir nochmal reinkommen wollten. Agility haben wir nämlich eine ganze Zeit nicht gemacht. Und wie erwähnt, das ist halt eine kleine Dauer-Wuffinatorin, ne? Also hätte der Terminator ein Hunde-Aussehen gehabt, wäre das wahrscheinlich die Blue gewesen. Denn auch wenn sie so ruhig und lieb und auch wirklich total gelassen in den Videos rüberkommt, wenn Action ist, dann ist die so triebig und so geil darauf, dass sie unbedingt immer bellen will. Es geht ihr alles nicht schnell genug, ne? Und das ist also typisch auch der Mali. Da kommt er eben halt durch, aber nichtsdestotrotz kann ich mit ihr arbeiten, weil ich selber auch sehr ruhig bin. Hier habe ich sie ins Platz zum Beispiel geschickt und rufe sie dann erst wieder rein. Man muss generell dabei auch immer ruhig bleiben, weil es einfach nichts bringt, sich über das Gebelle vom Hund während diesen Sachen aufzuregen, weil der Hund das einfach rauslässt. Wenn man jetzt das 10 Minuten durchmacht, irgendwann hört der Hund dann auf, so energisch zu bellen, aber darauf eingehen würde das Ganze eben halt noch verschlimmern. Hier sehen wir, dass sie auch dann ihren Frust ausgelassen hat. Es ging ja alles nicht so schnell genug, dann macht sie eine Übersprungshandlung, sie beißt dann in den Tunnel rein, da grenze ich sie einfach ein. Ich mache sehr viel mit Körpersprache. Ich spreche den Hund überhaupt nicht an und lasse sie so ein bisschen distanziert zur Ruhe kommen und nochmal fokussieren. Das braucht die auch. Für die ist das unheimlich viel Arbeit, dann auch hier nochmal einen Platz zu schicken und sich dann wieder darauf zu konzentrieren. Aber es ist halt wichtig, dass ihr auch diese Sachen einfach mit meinem Hund seht, weil die Blue ist halt vom Erziehungsstatus, wie ihr schon so oft schreibt, gut erzogen, aber dahinter steckt eine Menge Arbeit, weil diese Rasse einfach nicht so ruhig im Normalfall ist. Und das war jetzt hier mein Schlusszeichen, also dass jetzt auch die Aufgabe, die Übung jetzt da beendet ist. Jetzt geht sie zum nächsten Ding, frisst da ein bisschen Gras, um dann ihr Trieb da ein bisschen so abzubauen, auch wieder eine Übersprungshandlung, aber es ist einfach Schluss. Und das muss sie auch vorher schon wissen, dass wenn dieses Zeichen kam, dass dann eben halt ein Ende da ist und dass wir uns jetzt auf was anderes konzentrieren und auch mal abschalten. Na, ich habe diese Übung hier dann auch beendet, indem ich dann noch ein bisschen mit ihr gekuschelt habe und dass wir dann einfach runterkommen konnten. Ganz wichtig. Hier haben wir dann gegen 9 Uhr am Abend gehabt. Da sind wunderbare Aufnahmen bei. Einmal natürlich hier mit der Oma Ara, die am Start dabei ist. Wie ihr im Hintergrund seht, ganz toller Sonnenuntergang, den konnten wir da einfangen. Und hier warten die Hunde jetzt, dass sie eben raus dürfen. Noch nicht angeleint, aber trotzdem wird gewartet und sie dürfen nicht einfach rausspringen. Das hatte ich schon in vorherigen Episoden mal erklärt, dass die Hunde erst raus dürfen, wenn man auch wirklich das Okay gibt. Tolles Beispiel jetzt die Blue, die kommt zwar mit, wenn ich sie jetzt gleich rufe, aber die ist total aufgedreht und kann es kaum erwarten. Das würde ich jetzt mal eben auf ihr Alter, die ist halt 2 Jahre alt, würde ich auf ihr Alter schieben, dass sie dann in manchen Momenten immer noch so total höher drauf ist. Hier kommt auch direkt mal eine kleine Übung. Und zwar muss die Blue sich jetzt hinsetzen oder sprich halt Platz, dass sie halt Stopp. Na, da macht sie es. Das ist mir besonders wichtig, wenn wir im Wald sind oder ich weiß nicht wo, jetzt meckert sie dann auch wieder darum, wenn da Pferde um die Ecke kommen oder so, dass sie dann einfach ins Platz schicken kann, wenn sie frei ist. Wir sind da am Rheinufer in Duisburg. Ich habe eigentlich damit gerechnet an diesem Tag, dass halt mehr los ist, weil halt viele mit ihren Hunden da unterwegs waren.
Aber alle lassen da auch ihre Hunde frei. Es Schau. gibt auch viele, die Hast du ihn frei? Schleppleine dran haben. Ich lasse meine aber nur frei, weil die halt auf dem Rückruf hören, weil die sozialisiert sind. Da ist meine Wenigkeit in der Kamera. Ich wollte damit meine beste Freundin grüßen, weil die hat mir diese Käppi übrigens geschenkt. Na, weil meine Hunde sozialisiert sind und weil ich eben halt damit rechne, dass da andere Hunde sind. Wenn ich mit der Blue richtig arbeite und auch spiele, sind dann da keine anderen Hunde oder Schau. wir sondern uns Okay. irgendwo ab im Freien. Die hat eine Geh zu Ara. Schleppleine dran, weil Spielzeug wird halt wirklich nur benutzt, wenn ich das Okay, kontrollieren geh zu kann Ara. und wenn da sonst niemand ist. Weil die Blue ist so explosiv, dass halt Spielzeug nur mit anderen Hunden, wenn sie diese kennt, wie mit Ara oder so, ist das einfach besser kontrollierbar für mich und auch eben halt einschätzbar. Hier sind wir am Wasser und die Ara, da waren trotzdem sehr viele Steine, wo wir an dieser Stelle waren. Die war eben halt da auch frei und ist dann wackelig ihren Oma-Weg da reingegangen. Sie mag Wasser, sie geht da auch Hol die gerne Ara. rein zur Abkühlung. Hol die Da Ara. mussten wir die Aare abholen, da habe ich die Blusi holen lassen. Hol die Ara. Typisch Schäferhund, ne? Hält das Rudel zusammen, jetzt dass die Oma danach Genau. kommt. Aber die Aare, die ist halt nicht so wie die Blue so wasserbekloppt. Bei der Blue ist das auf so einem Labrador-Level, ne? Also wer Labradore hat, der wird wahrscheinlich verstehen, was ich damit Mädchen. meine. Aber bei der Ara ist Ich das eine nicht. schöne Abkühlung, ein tolles Erlebnis. Ne, hier sieht man auch total gemächlich die Oma, Ja, guck mal. aber sie genießt es eben halt auch. Bei der Blues ist dann mehr eben halt Spielen und Spaß. Und sie hat auch da am Wasser jetzt ganz stark die Erwartungshaltung, dass wir irgendwas spielen. Was für mich aber auch ganz wichtig ist, weil der Hund hat ja die Erwartungshaltung, weil ich mit ihr oft am Wasser spiele. Aber manchmal muss es auch Spaziere geben, an denen nicht gespielt wird oder nicht am Wasser, dass wir es einfach genießen, dass die Blue da auch runterkommt. Ne? Hier jagt sie gerade ein bisschen dann Übersprungshandlung, ein bisschen da Bleibe die Labrador. Wellen. Auch gesagt, die Blue hat ja sonst so eine Wasserweste an, dass sie dann besser schwimmen kann. Der Rhein ist gefährlich, lasst eure Hunde niemals unbeaufsichtigt da rein. Der Wasserstand war da niedrig. Das war in eben halt so einer kleinen Bucht drin. Hier auch super schöne Aufnahmen vom Sonnenuntergang. Und passt einfach auf eure Hunde auf. So viele Hunde ertrinken sogar im Rhein oder werden dann von der Strömung dann mitgezogen und gehen dann irgendwo am anderen Stadtteil dann wieder raus oder verschwinden dann eben halt, weil man das nicht so richtig einschätzt. Und weil es auch wirklich für gut trainierte Hunde und auch Super, gesunde Oma, Hunde super. eine echte Powerprobe ist, da rauszukommen, weil eben halt die Wirbel und die Sorge so krass da sind. Also ich bin ja am Rhein quasi dann auch mit aufgewachsen, ne? Aber das muss man halt wirklich gut einschätzen können. Und ich habe die Hunde nicht, besonders die Blue, hier Leckerchen für Bellen, habe ich halt nicht Langsam. geschickt, indem sie eben halt dann da richtig großflächig schwimmen darf, sondern einfach, Langsam. dass sie sich abkühlen und kurz dann wieder auch rauskommen. Das sind einmal halt die Unterschiede. Da hinten waren die Schafe vom Schäfer, da ist immer so ein Teil abge. Zäunen mit so einem begehbaren Zaun natürlich dann für den Schäfer, nicht jetzt für die normalen Leute, weil das sind ja seine Tiere. Ich weiß auch gar nicht, ob da Elektro drauf ist oder nicht. Und hier haben wir jetzt auch von dem Amazon-Wunschpaket ein tolles Spielzeug. Das ist so eine Art Hundeangel. Da ist halt ein Spielzeug dran befestigt, was der Hund halt jagen kann. Das ist kein Zerrspielzeug. Der Hund darf es halt jagen. Hier sei Schau. gesagt, die Blue Okay. kennt das. Die Blue macht aus, wenn man aussagt. Die Blue überdreht bei diesen Sachen halt nicht. Die darf jagen, ich kann aber ihren Jagdtrieb dann dabei kontrollieren, indem ich sie halt verbal mit aus, Stopp, Sitz, Platz und so weiter eben halt eingrenzen kann und das eben halt bestimmen darf. Die rennt mir nicht im Freilauf jedem Kaninchen hinterher und guckt sich jedes Reh dreimal an und jagt ihm hinterher. Das nicht. Das ist eben halt kontrolliertes Spielen. Wie ihr das hier in den Aufnahmen seht, und die kann sich dann einfach mal die ganze Energie rauslaufen. Hier ein bisschen Kuschelzeit mit der Ara. Die Ara interessiert die Angel absolut nicht. Hat die auch noch nie. Die mag eher so Quietschsachen, aber es ist halt seltener, dass sie halt spielt. Die ist ja auch schon 13. Hier auch ein bisschen Leckerchen. Ich hoffe, die Aufnahmen sind übrigens gut. Wir haben das von zwei verschiedenen Aufnahmenteilen gemacht: einmal von der Kamera, einmal mit dem Handy und dann mit so einem Extra-Stativ noch. Und die Ara genießt das auch einfach mit dabei zu sein. Ne? Also die Oma ist noch fit und vital. Hier wieder eine Aufnahme auch im Wasser. Da sieht man auch, dass die Steine dann da ist. Also es ist wirklich nicht tief. Ne? Und die sind einfach glücklich, die Hunde. Das muss man ja sagen. Ne? Hier haben wir Folgendes. Da war so ein kleiner Malteser, denke ich mal, Malteser, das war.
Und ich kann meine zurückrufen, das war vom Besitzer, der hat seinen auch der Freilauf gelassen, alles klar. Die Blue kriege ich zurück, aber die Ara, sobald ein Rüde noch ein Rüde ist oder der hat halt Klöten dran, ne, kann man die Oma nichts, also das ist mir so peinlich, ne? Ach, und da hätte ich die eigentlich schon längst an der Leine und die läuft dann einfach und die hört auch ihren Namen dann nicht mehr, ne? Dann ist sie weg. Die hört einfach Das nicht ist mehr. richtig schlimm. Die Hab mich hört dann nur noch mal nicht. entschuldigt, ne? Aber das ist ja dann, ne, mit so einer alten Oma, Warte. oh, ist das immer peinliche Sache so. Warte. Dann geht's wieder rein und die Hunde werden abgeleint und dann geht's wieder zurück. Die Blue Die war da sieht auch so schon müde ganz aus. schön müde. Und das ist eben halt Hallo, dieses, Blue. wir haben entspannte Bitte, Blue, wie Spaziergänge mit geht's dir? Spieleinheiten Okay. und auch ein bisschen, dass eben halt die Blue dann ausgelastet wird. Zu Hause ist dann aber auch wirklich Ruhe. Und ihr seht, da wurde es auch schon dunkel. Da hatten wir, glaube ich, 10 Uhr. Und da habe ich sie dann auch wieder zurück zu meinen Eltern gebracht. Und dann sind wir dann auch zurück zu uns selber dann zum Haus gefahren. Und die Ara war da wieder völlig aus dem Häuschen. Wie eh und je, wenn sie Ja, die Ara zurückgebracht war wird und auch sehr wenn sie abgeholt happy. wird. Eigentlich ist die Ara immer happy. Und hier gab es für die Blue was ganz Besonderes. Und zwar Innereien abgekocht mit Hundefutter, dann wieder ihr Pulver drauf und dann alles zusammen schnabulieren. Ich hoffe, euch hat dieser Hunde-Vlog mal Okay. gefallen. Komplett nachkommentiert. Lasst selbst mal einen Kommentar da. Natürlich auch, ob ihr mit eurem Hund auch im Wasser geht oder ob ihr solche Spiele macht oder was auch immer. Ich freue mich riesig darüber und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.